Herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Damien? Geralt, es wird Zeit. Bereit für die Zeremonie? Ich habe eine wichtige Information. Anna Henrietta sollte das fünfte Opfer von Detlaff und Sianna werden. Bist du sicher? Und ob. Ich habe einen Beweis gefunden. Wie konnte sie? Waren die Morde und die Zerstörungen in der Stadt nicht genug? Sie wollte ihre eigene Schwester töten, ihre Herrin! Ich muss die Ehrenwache der Herzogin vergrößern, damit Silvia Anna beim Verhör genau beobachtet wird. Ich werde mich gleich darum kümmern. Danke für die Warnung, Hexer. Ich weiß deine Aufmerksamkeit zu schätzen. Fangen wir mit der Zeremonie an. Komm mit, die Herzogin wartet. Einige Stunden später. Im Namen der Gilde ersuche ich dich um deine Unterstützung, erlauchte Herrin. Ohne Fässer ist es vorbei mit der Produktion und mit uns. Ihr habt sie alle im Feuer verloren? Oh, wie schrecklich. Wir sind über die Maßen betrübt. Ja, erlauchte Herrin, allesamt. Als die Bestien es bis ins Lagerhaus geschafft hatten, ging alles in Flammen auf. Ich werde einen Palastwächter senden, der sich die Unglücksstelle ansieht. Wenn es ist, wie du sagst, wird aus der herzoglichen Schatzkammer eine angemessene Kompensation gezahlt. Vielen Dank, erlauchte Herrin. Erlauchte Herrin, Geralt von Riva ist eingetroffen. Meine lieben Untertanen, wir kommen zum nächsten Punkt. Von allen Pflichten, die mir als Herrscherin dieses Reichs auf den Schultern ruhen, ist diese hier mir die liebste. Wir verleihen den Orden von Vitis Vinifera, Toussaints höchste Auszeichnung. Geralt von Riva, Schlechter des Biests von Beauclair, tritt vor. Diesen Orden erhält jener Hexer, der Beauclair vom schrecklichen Biest befreit hat. Dies ist unser Wunsch. Dieses Symbol möge allen als Zeichen dienen, dass der Hexer auf ewig ein Freund Beauclairs ist. Weniger förmlich gesprochen, danke ich dir aufs Herzlichste, Geralt. Damien hat deine Belohnung. Unterm Strich war es ja nur ein Auftrag. Vielen Dank. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Ein Dutzend Fässer Sangreal. Der Wein ist sonst der Herzogstafel vorbehalten. Auf dich wartet ein kulinarisches Erlebnis, das du nie vergessen wirst. Bist du zufrieden? Das ist Shit. Wie eine zweite Auszeichnung. Ich bin geehrt. Vielen Dank. Sicher wirst du guten Gebrauch davon machen. Ich werde gleich mit Sianna sprechen. Begleitest du mich? Du hast mir meine Schwester zurückgebracht, doch mir auch ihre schrecklichen Taten enthüllt. Als Staatsoberhaupt muss ich gerecht über sie urteilen. Aber sie ist meine Schwester. Mein Herz schlägt für sie. Wenn meine Anwesenheit nützlich sein kann, bleibe ich natürlich. Wir befragen nun eine Person, die in die Morde in unserer schönen Stadt Beauclair verwickelt ist. Hauptmann de la Tour, bring Silvia Anna herein. Verdammt, ich hätte sagen müssen, dass sie umbringen will. Verdammt!
Wohnt der Hexer der Unterredung bei? Ich bin kein Gefangener. Ich kann tun, was ich will. Du hast schwere Verbrechen begangen. Doch du bist meine Schwester. Und mein Herz erlaubt mir nicht, dich wie eine gewöhnliche Kriminelle zu behandeln. Daher habe ich Geralt als Außenstehenden gebeten, mich zu beraten. Ich werde jetzt anhören, was er zu sagen hat. Ich muss die Wahrheit sagen. Das war richtig krass, was sie gemacht hat. Es ist eine Strafe. Ungeachtet mildernder Umstände ist Sianna eine Kriminelle und sollte auch so behandelt werden. Und entsprechend bestraft. Ihre Schuld ist offenkundig. Deine Worte betrüben mich sehr, Hexer. Aber ich kann ihre Logik nicht leugnen. Sianna, du wirst vor Gericht gestellt und angemessen bestraft. Doch wir werden immer Schwestern sein. Als Herzogin muss ich dich verurteilen, aber als deine Schwester werde ich dich immer lieben. Wirst du mir vergeben? Nein. Ich vergebe dir niemals. Shit. Zwei Wochen später. Ich brauche ein paar Blumen. Einen Kranz oder so. Hab ich nicht. Es ist alles verkauft. Ich wollte eben gehen. Es gibt hier nichts zu tun. Das ist nicht erstaunlich, Herr. Vor der Beerdigung haben die Leute alles leer gekauft. Männer, Frauen, Kinder. Alle wollten der Herzogin einen Strauß aufs Grab legen. Hexenblumen, Pfingstrosen, Gladiolen. Allerdings mochte sie klassische Rosen am liebsten. Ihre Hofdamen waren hin und wieder hier. Dann wählte ich die hübschesten Blüten für sie aus. Duftend, großblättrig, langlebig. Ich kann es einfach nicht glauben. Von der eigenen Schwester getötet. Wie konnte das passieren? Für so gnadenlos hat keiner Sianna gehalten. Damien nicht, ich nicht, schon gar nicht die Herzogin. Ach, jetzt erkenne ich dich. Du bist dieser Hexer aus dem Norden, der uns vor dem Biest gerettet hat. Mhm, könnte man sagen. Warte, nimm diese. Ich dachte, du hättest keine mehr. Den Strauß habe ich zur Seite gelegt. Ich wollte ihn der Herzogin selbst bringen, aber nimm du ihn. Ich weiß, dass dir an ihr lag.
Was schulde ich dir? Gar nichts. Behalt dein Geld und trink heute Abend zu ihrem Gedächtnis. Mach ich. Leb wohl. Ja, Freunde, ich werde hier den Spielstand neu laden. Nicht, dass euch wundert, wenn ich jetzt gleich einen Schnitt ziehe, weil ich kann das nicht so gehen lassen. Ich kann das leider nicht so gehen lassen. Es tut mir furchtbar leid. Bis gleich. Der König der wilden Jagd reiste mit einem riesigen Langschiff namens Nagelfar zwischen den Welten. Auf Geheiß von Gels machte der Hexer sich auf die Suche nach dem Sonnenstein. Einem Artefakt, mit dem Eredin in eine Falle gelockt werden sollte. So, da sind wir wieder. Im Namen der Gilde ersucht... Ihr habt sie... Ja, erlaucht... Ich werde einen... Vielen Dank. Erlauchte Herrin. Wir verleihen den Orden... Gerald von Riva. Weniger Schlechter freundlich des Biests von Beauclair. Tritt vor. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Auf dich wartet ein Kult... So... Das Dritte wollten wir ja machen. Ja, zufrieden und dankbar, Herrin. Doch leider muss ich die Stimmung ruinieren. Sianna hat geplant, dich zu töten, Herzogin. Sie wollte Detlaff benutzen. Du solltest das fünfte Opfer sein. Das kann nicht wahr sein. Unmöglich. Du musst dich irren. Ich habe den Beweis. Ich glaube es nicht. Ich werde gleich mit Sianna sprechen. Begleitest du mich? Du hast mir meine Schwester zurückgebracht. Aber was du mir nun sagst, ist vernichtend. Ich glaube nicht, dass ich gerecht über sie urteilen kann. Ich hoffe, du irrst dich, Geralt. Das tue ich nicht. Im Gegenteil. Ich rate dir, in ihrer Gegenwart äußerst vorsichtig zu sein. Du übertreibst, Hexer. Sie ist meine Schwester. Ich weiß, wie ich mit ihr sprechen muss. Wenn meine Anwesenheit nützlich sein kann, bleibe ich natürlich. Wir befragen nun eine Person, die in die Morde in unserer schönen Stadt Beauclair verwickelt ist. Hauptmann de la Tour, bring Silvia Anna herein. Wohnt der Hexer der Unterredung bei? Ich bin kein Gefangener. Ich kann tun, was... Du hast schwere Verbrechen begangen. Doch du bist meine Schwester. Und mein... Es erlaubt mir auch nicht zu glauben, dass du meinen Tod gewollt hast. Mein Herz verlangt zu wissen, dass es das Monster Detlaff war, das dich beeinflusst hat. Du selbst würdest nie so tief sinken. Daher habe ich Geralt als Außenstehenden gebeten, mich zu beraten. Ich werde jetzt anhören, was er zu sagen hat. Ja, sie muss bestraft werden. Das ist, glaube ich, die Variante, die man wählen konnte. Mach ich. Und
ungeachtet mildernder Umstände ist Sianna eine Kriminelle und sollte auch so behandelt werden. Und entsprechend bestraft. Ihre Schuld ist offenkundig. Deine Worte betrüben mich sehr, Hexer. Aber ich kann ihre Logik nicht leugnen. Sianna, du wirst vor Gericht gestellt und angemessen. Als Herzogin muss ich dich verurteilen. Nein. Die ist, glaube ich, wieder gestorben. Das gibt es nicht. Ich glaube, das konnte man gar nicht verhindern. Verdammt. Und ich hab's versucht. Mit allen Mitteln, liebe Freunde, mit allen Mitteln. Das ist allerdings... Für so gnadenlos hat keiner Sianna gehalten. Damien nicht, ich nicht, schon gar nicht die Herzogin. Ach. Mhm. Was? Ich dachte... Was schon? Gar nicht. Okay. Lege eine Blume auf Anna Henriettas Grab. Ja, es hat sich von der Handlung nichts geändert. Ich dachte, wir könnten die beeinflussen, weil da habe ich ehrlich gesagt zu schnell gehandelt. Mann, wieso musste sie sterben? Das ist doch einfach ärgerlich gerade. Das ist voll dramatisch, finde ich. Das ist echt dramatisch, ey. Das ist so heftig. Hammer. Das haben die mit der Dramaturgie auf jeden Fall richtig gut hinbekommen, ey. Das ist übel. Das trifft mich selbst sogar, also. Hammer, ey. Mir fehlen die Worte. Ehrlich, mir fehlen ernsthaft die Worte. Wie viel Hass in einem Menschen sein muss. Das ist echt heftig. So, und jetzt sollen wir wohl zu ihrem Grab gehen. Und das ist auf dem Friedhof. Irgendwas stinkt hier. Ich find's einfach so krass gerade. Mann, 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 mir fehlen die Worte. Hexer, ich dachte, du wärst schon fort. Ging nicht. Anna Henrietta war... Wunderbar. Schön. Gut. Die beste Herrscherin, die man sich erhoffen könnte. Und ich hab sie im Stich gelassen. Sei nicht so hart zu dir. Niemand hat damit gerechnet, dass Sianna das noch tut. Und keiner hat etwas getan, weil keiner etwas tun konnte. Ach, du hast sicher recht. Aber wenn eine geliebte Person stirbt, kann man nicht anders, als die Schuld bei sich zu suchen. Dann verlieren selbst die gestähltesten Ritter ihren Mut. Ich wollte der Herzogin meine Aufwartung machen und mich verabschieden. Weiße Rosen mochte sie am liebsten. Geh hinein. Sie liegt in der Herzogskrypta. Im gleichen Raum wie ihre Mörderin, trotz meiner Proteste. Was? Wer hat das bestimmt? Der Regentenrat. Ein Rudel alter Männer mit Statuten und Kodizes anstelle von Herzen. In Siannas Adern floss herzogliches Blut und sie ist nie offiziell enterbt worden. Daher wurde bestimmt, dass sie neben Anarietta liegen soll. Meine Güte, ey. Einige Zeit später. Herzogskrypta. Das ist richtig traurig und soll ich was sagen, Leute? Ich finde das wirklich richtig traurig und weil es so traurig ist, werde ich die Blumen auf beide Gräber legen. Das wollte niemand, dass das so passiert. Musik.
Und was hat dir das jetzt alles gebracht? Ruhe in Frieden. Es tut mir leid, dass es so enden musste und ich es nicht verhindern konnte. Hoffentlich kannst du mir verzeihen. Ruhe in Frieden. Schicke Krypta und so dezent. Ja, so stelle ich mir meine ewige Ruhestätte vor. In solchen Momenten weiß ich nie, ob du Scherze machst. Nicht doch, Geralt. Es ist bemerkenswert friedlich hier. Und dieser subtile Charme unterstreicht perfekt die Würde der Herzogin. Ach, ihr Menschen versteht es doch immer wieder, mich zu erstaunen. Zu verzweifeln angesichts des Unausweichlichen. Ich bin gekommen, um dich von hier fortzuholen, mein Freund. Nach dem Chaos der letzten Tage hast du etwas Erholung nötig. All die Tode, die ich nicht verhindert habe. Ich fühle mich mies. Ich finde, ich hätte mehr tun müssen. Jetzt ist Toussaint ohne Herrscher. Oder besser, das Chaos herrscht. Und die Verzweiflung. Die Leute haben die Herzogin wirklich gemocht. Ganz Beauclair weint um sie. Emotionaler Massenausbruch? Offenbar haben die Untertanen die Wesenszüge der verstorbenen Herrin übernommen. So sarkastisch. Ich dachte, du hättest Anna Henrietta gemocht. Hab ich auch. Und ich bedauere ihren Tod aufrichtig. Ich auch. Dann trinken wir. Und da habe ich dich immer für eine so komplizierte Kreatur gehalten, die niemals auf so schlichte Methoden wie das Ertränken von Kummer verfallen würde. Es gibt Sorgen, bei denen hilft einfach keine andere Medizin. Man kann über Sienna sagen, was man will. Kompromisslos war sie. Nun allerdings, es wäre ihr gut bekommen, wenn sie eine etwas philosophischere Herangehensweise gewählt und hin und wieder ihre eigenen Handlungen in Frage gestellt hätte. Stimmt. Wie findest du meinen Brand? Zu stark? Genau richtig. Der örtlichen Alraunen, der Varietät Diavolis sei Dank. Die Wurzeln, die hier in der Vulkanerde wachsen, haben ein einmaliges Geschmacksprofil und eine außergewöhnlich dunkelbraune Färbung. Faszinierend. Ich kann nur sagen, dass diese Charge gelungen ist. Eigentlich wäre es klug, ein paar Wurzeln zu lagern. Würdest du mich begleiten? Du willst jetzt im Dunkeln nach Wurzeln graben? Och, Geralt, selbst wenn ich dir zugestehe, vergessen zu haben, dass ich als Vampir im Dunkeln hervorragend sehen kann, nehme ich dir doch nicht ab, vergessen zu haben, dass du selbst dunkelsichtig bist. Also, wollen wir? Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann los. Aber dir ist klar, dass diese Variante hochgiftig ist, auch für Hexer. Kein Problem. Ich lasse Sicherheit und Hygiene bei der Alchemie niemals außer Acht. Hier, Handschuhe und Maske. Damit solltest du außer Gefahr sein. Also gut, dann mal los. Wahnsinn. Das Mondlicht lädt zum Träumen ein. Das schauen wir uns kurz an.
Ich find's gerade echt übel, also das ist so mega, mega emotional gerade. Ich find's einfach wirklich, das ist emotional. Handschuhe zum Alraun sammeln. Eine Maske? Ach so, okay. Nee, dann nutze ich die noch nicht. Aber die Maske habe ich jetzt schon mal benutzt. Ja, Freunde, ich würde sagen... Woran denkst du gerade? Succubus-Titten? Nein, ich dachte daran, dass alles interessant aussieht, wenn es richtig beleuchtet wird. Auch alte Nekrophagenkadaver? Du hast wirklich gar keine Kultur, oder? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Episode bei Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Das war mehr als emotional. Mir fehlen teilweise die Worte und das ist krass. Das ist echt krass, eigene Schwester zu töten. Also ich glaube, egal welche Handlung man gemacht hätte, ich glaube, man hätte das nicht verhindern können. Es ist, glaube ich, gewollt von den Entwicklern. Das ist einfach zu dramatisch. Ich finde das so krass. Und wir haben nichts bewirkt. Wir haben so viele Menschen, ja, haben töten lassen. Mussten Detlaf töten, wo wir dachten, wir werden Detlaf retten. Und dann mussten auch beide Herrscher auch noch dran glauben. Also, was heißt beide Herrscher? Nur Anna Henrietta und eben ihre Schwester. Richtig heftig. Ich freue mich auf jeden Fall dann auf die nächste Episode, wenn wir dann die Aufgabe hier mit Regis machen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bis dahin.